Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast Nummer 687. Dieses Mal gibt es das Losers Match, das Losers Best of 5 zwischen dem Zerg in Rot, das ist Sunster. Und der spielt gegen den Protoss in Blau, das ist Petit Drogo. Ja, ist die Gruppe D aus dem Home Story Cup. Und beide haben ihr voriges Match verloren. Gegen respektive Chukchi und Snoot. Jetzt eben müssen die beiden austragen, wer als erstes aus der Gruppe ausscheidet. Somit es ist nochmal ein Best of 5 natürlich. Wir werden sehen, was die beiden so abliefern werden. Auf einem PVZ. Die beiden haben zuvor ein anderes Matchup gespielt. Drogo war zuvor im PVT beschäftigt und Sunster im ZVZ. Und das heißt, wir haben noch kein voriges Match von den beiden gesehen. Bin gespannt, was die beiden so spielen werden. Was so hier zum Vorschein kommen wird. Wir haben hier aktuell ja, Hedge, Gas und Pool von Sunster. Relativ Standard Opening in diesem Matchup. Und bei Drogo gibt es hier die Gateway Expansion. Ja, da kam das Gateway. Danach gibt es erstmal den Nexus. Das heißt, erstmal eine ruhige Anfangsphase, was aber auch ziemlich üblich ist in diesem Matchup und auch generell in sämtlichen Matchups. Denn auch früher Cheese ist sehr, sehr ausgestorben in diesem Matchup. Protoss macht da kaum noch etwas. Ich kenne nahezu keinen Protoss mehr, der wirklich noch einen Cannon Rush spielt gegen den Zerg. In so einer frühen Phase des Spiels. Und beim Zerg kann früh einen Pool spielen. Das ist eine Möglichkeit, aber kommt wahnsinnig, wahnsinnig selten vor. Weil es einfach auch ein bisschen zu riskant ist, denn die Protoss BO mit der Gateway Expansion ist an sich schon ziemlich safe. Gut, wir haben jetzt natürlich noch die Änderung, dass jetzt kein Mothership Core mehr da ist, sondern die Schildbatterie. Das ändert natürlich auch noch ein bisschen was an der Dynamik, aber bisher habe ich nicht viel davon gesehen, dass Zergs auf einen frühen Pool gegen Protoss gehen, um zu arresten oder versuchen, das Spiel zu beenden. Daher alles sehr Makro-Game-orientiert. Wir haben hier von Drogo als Tech, weil das Stargate werden die höchstwahrscheinlich einen Oracle sehen. Zudem erster Adept wird gerade gebaut, damit dann auch mal gescoutet werden kann und die Protoss Natural ist hier am Start. Währenddessen nimmt der Zerg seine eigene dritte Basis, hat Queens unterwegs und holt sich das Speed-Upgrade für die Zerglinge. Somit momentan passiert weiter nicht viel. Das Oracle wird so die erste wirklich große Aktion in diesem Match sein. Somit hier, ja, die Linke sind am Scouten. Können natürlich einen Blick halten, wann die dritte Basis beim Protoss kommt. Protoss selber steht erstmal mit dem Adept zu Hause. Baut noch einen zweiten mit dazu. Und die Linke versuchen jetzt hier reinzukommen. In die Mainbase, erster Link wird gesniped. Ziemlich schnell und effizient. Der zweite Link kommt auch nicht, noch nicht weit. Aber sollte die Info geholt haben, dass hier das Stargate kommt. Dann müsste der Sichtradius noch gereicht haben. Ja, Stargate wurde gesehen. Oracle wird gechrono-boostet. Zwei Adepts sind da. Dritter Adept wird gebaut. Weiter Attack, weil bisher noch nicht getroffen hier für Drogo. Er pumpt gerade alles an Gas in die Oracle- und Adept-Geschichte. Oracle ist jetzt raus. Mal sehen, ob es noch ein zweites Oracle mit dazu gibt. Aktuell hier, die Ressourcen wurden bei Drogo verwendet. Ja, da ist das nächste Oracle. Und somit mal sehen, was Drogo hier an Harassment betreiben kann. Sonst hier, er hat ein bisschen hochgedroht, noch nicht übermäßig. Baut auch gerade schon Spockhollow und holt sich eben mehr und mehr Queens. Er ist bereits gleich auf 4. Hat damit eine Queen mehr, als er Basen hat. Drogo hier, ja, geht mal kurz auf eine Larve. Das ja, war jetzt nicht unbedingt der effizienteste Einsatz der Energie vom Oracle. Oracle geht jetzt hier auch rein in die Natural, möchte da natürlich Drone snipen, aber hat wenig Erfolg gegen zwei Queens, die hier positioniert sind. Auch drei Queens. Da wurden alle Queens zusammengezogen. Das Oracle geht hier nochmal auf die Larven, auf die eine Drone, die hier gebaut wurde. Heißt, es kann zumindest mal zwei Kills mehr oder weniger mitnehmen. Aber wirklich großen Damage hat das Oracle nicht gemacht. Es hatte man gescoutet, dass der Zerg hier eine dritte Basis am Start hat. Und Drogo zieht da jetzt auch nach, baut seine eigene dritte, hat ein Oracle noch mit zu Hause. Das möchte dann eher noch als Vorsichtsdefense hier zu Hause bleiben. Aber mit zwei Oracles kann man dann schon mal wieder rauspushen und versuchen wieder Drones zu snipen. Denn zwei Oracles macht das ziemlich schnell, wenn die Verteidigung nicht parat ist. Aber Verteidigung wird ziemlich fleißig gebaut hier bei Sunster. Der spielt hier an sich ziemlich safe, holt sich hier bereits ein Baning Nest. Baut ein paar Linge und ein paar weitere Drones hier. Ist auf 50 Workern aktuell. Aber eben der Protoss wird da ziemlich schnell aufholen mit der dritten Basis, mit dem dritten Nexus, dreimal Chrono Boost, kann auch die Protoss Economy ziemlich schnell wachsen. Oracle jetzt hier finden mal den Weg in die Mainbase, da ist eine Queen unten Spockler, die Drones werden mal kurz angegangen, es passieren zwei Kills hier nur. Die Oracle ist wieder nicht mega effektiv, aber ein bisschen kleinen Schaden machen sie und Drogo hat bisher natürlich noch nichts verloren.
Das ist an sich gar nicht allzu schlecht für ihn. Jetzt holt er sich auch die Tech-Klatsche einmal. Geiler Council Forge. Und noch eine Robo an der dritten. Doppel-Robo hier sogar. Das ist dann schon eher spannend. Mit Doppel-Robo, Doppel-Immortal. Haut schon ziemlich rein. Wir lassen hier die Linge, warte mal, rausgenommen. Sentries sind hier gebaut. Sentry Immortal natürlich immer noch eine Möglichkeit. Wenn das ein Phoenix jagt, hier die Overlords halt bereits einbekommen. Jagt jetzt hier den zweiten damit. Die Vision von Sansa wird ziemlich eingeschränkt. Er sieht nicht mehr wirklich viel von der Karte, schickt es hier auf seine Linge raus, um das entsprechend nachzuholen. Der Overlord wird hier ziemlich easy draufgehen. Es wird ein Spire hier interessanterweise gebaut für Sansa. Also möchte sich hier wirklich schon Anti-Air holen mit Corruptern, denn Mutasten jetzt gegen den Phoenix, der eh schon draußen ist, jetzt nicht so mega effektiv und Zerg weiß ja auch, dass ein Stargate bereits da ist. Da wäre Mutas jetzt nicht unbedingt die beste Wahl hier für Sansa, aber ja, er baut gerade erstmal Roaches mit Speed-Upgrade und plus 1 Attack für die Linge. Und baut sich eine vierte Basis, sein Drone-Count 72 auf 3 Basen. Ist doch ganz ordentlich mit der vierten Basis, dazu wird das Zerg-Income dann so ziemlich solide sein für die nächste Zeit. Und dessen Protoss geht auf ein War Prison, holt sich weitere Gateways hier, also hat er hier... Nein, er hat beide Robos durchgedrückt. Da kommt jetzt, da geht die Immortal-Produktion los. Hätte mich jetzt schwer gewundert, wenn er nicht hier Immortals anfängt zu bauen aus Doppel-Robo. Wozu würde man eine zweite Robo dann dafür bauen? Zudem kommt das Templar-Archiv, Charge und plus 1 für den Protoss. Heißt, es wird viel erforscht, es wird viel gearbeitet, um die Protoss-Army aufzubessern. Währenddessen ist der Phoenix am Scouten, sieht Basis Nummer 3, sucht immer noch nach Overlords. Dessen steht ein Oracle hier am Rande des Creepsets, kann nicht wirklich viel tun, fliegt hier einfach hin und her und da wurden mal die Roaches getaggt. Naja, die Roaches werden Bekanntschaft mit Doppel-Immortal-Produktion machen und das heißt, die haben nicht wirklich viel zu melden. Die werden da ziemlich schnell rausgenommen. Sie nehmen jetzt hier noch High Templar mit dazu, heißt Archons sind auch eine Option, in Immortal Archon. Haut dann die Ling Roach Army doch ziemlich leicht aus dem Leben. Linge trotzdem versuchen jetzt hier mal ranzukommen an die Natural, da werden eigentlich gerade Cannons mitgebaut, da ist ein Adept in der Lücke und da kommt die Protoss Army mit dazu. Um das zu defenden, da wird auch nichts passieren. Trotzdem, Sansa drückt das jetzt hier wirklich durch mit dem Spire. 9 Mutas sind hier im Baum, plus 1 Attack-Upgrade auch mit dabei. Heißt, Drogo muss sich gleich mal umstellen, denn das, was er hier baut, ist jetzt nicht unbedingt die Anti-Muta-Army. Ja, aber er hat natürlich das Stargate. Heißt, Phoenix kann er hier durchaus bauen. Es hat eigentlich, es hängt an einem einzigen Pylon, das ist vielleicht ein bisschen wenig. Ja, Oracles hier werden gesehen von den Roaches. Mutas hier sind unterwegs Richtung Mainbase. Aber jetzt geht hier gerade das War Prism los an die vierte Basis vom Zerg. Sind auch schon ein paar Drones hier draufgegangen. Und die Zealots hier in großer Anzahl reingeworbt haben. Plus 1 Attack. Heißt, die Linge sind getushottet von den Zealots. Und da kommen jetzt mehr und mehr Linge mit dazu. Die Mutas werden jetzt auch mit dazugezogen. Einfach um zu defenden hier. Es reicht auch für die Defense ohne Probleme mit den Mutas. Aber eben dadurch sind die Mutas gescoutet. Und Drogo kann sich entsprechend darauf vorbereiten. Baut direkt ein zweites Stargate und fängt an, Phoenix zu produzieren. Das Warpism ist hier auch noch am Fliehen, kommt hier größtenteils auch noch weg. Währenddessen kommt plus 2 Attack für die Linge. Und Protoss hier sofort auch mit dem Fleet biegen. Natürlich, da kann man das Range Upgrade für die Phoenix mit dazu holen. Das macht das Micro gegen die Mutas nochmal einiges leichter. Also die Geschichte wird hier nicht einfach für Sansa. Er hat nochmal seine Drones ersetzt, ist wieder bei 75 oben. Braucht sich gerade den Infestation Pity an. Hier ist eben bereits die Protoss Air Army. Da wird getaggt auf die Mutas und die Phoenix hier natürlich können hinterher jagen, sobald sie Spaß dran haben. Währenddessen hier ein Adept, der wird ja zumindest mal rausgenommen für den Zerg. Und sonst, er hat jetzt zwar die Mutas gebaut, aber die nutzen ihm nicht wirklich viel. Währenddessen pusht Drogo hier raus mit der Ground Army, mit den Archons und den ganzen Immortals. Die Roaches können da überhaupt nichts tun. Und hier drüben, da ist eine Roach. Die wurde geliftet, aber konnte nicht gekillt werden von so wenig Phoenix. Es werden zwei Phoenix gebaut, es kommt jetzt hier auch ein Mothership, sehr sehr schnell, wenn man den Fleet Beacon schon mal hat. Und eben plus 1 Attack für die Phoenix, plus 2 Attack für die Ground Army. Und Drogo rechnet schon damit, dass der Zerg nicht weiter auf Mutas gehen wird. Und holt sich hier gar nicht erst das Range Upgrade für die Phoenix mit dazu, sondern bleibt einfach hier bei den normalen Phoenix. Ja, Sansa hat inzwischen den Maxhaut erreicht, hat den Infestation Pit, holt sich hier gerade noch den Hydralisk denn und hier auch den Hive-Tag. Heißt, der Zerg-Tag entwickelt sich jetzt hier doch ziemlich schnell und die Mutas finden jetzt hier mal Weg in die dritte Basis, aber Cannon plus Schildbatterie reichen, um das zu defenden. Jetzt die Mutas fighten gegen die Phoenix. Ein Phoenix nimmt hier ziemlich viel Damage. Die Linge versuchen auch zu fighten, aber die Linge haben hier wirklich nichts gegen die ganzen Zealots, Archons und Immortals. Werden da easy rausgenommen. Aber in der Zeit haben wir den zweiten Angriff an Lingen und Roaches einmal
auf die Natural. Da wird nochmal Cells reingeworfen, aber links sind dran an der Cannon. Cannon wird ziemlich schnell rauskommen. Roaches können noch mit den Dingen gegen die Cells fighten. Währenddessen hier einmal der Fight Mutas gegen Erarm. Ja, Mutas zieht sich wieder zurück. Protoss ist jetzt hier am Pushen. Drogo schiebt seinen Supply über die Karte. Aber hat währenddessen... Ja, okay. Die Natural wird sogar gehalten hier von weiteren Cell-Reinforcements. Da wurde nicht ganz drauf geachtet von Sunstar. Der versucht jetzt einfach irgendwie zu defenden. Baut einen riesen Haufen an Bandingen hier. Holt sich einige Hide was mit dazu. Aber die Protoss-Armee ist ziemlich mächtig, und deswegen haben wir das Engagement mit Mutas gegen Phoenix. Ja, die Mutas, man sieht, sie werden einfach nur zerfetzt, können überhaupt nichts machen. Phoenix jagen einfach nur hinterher, sind inzwischen auch zahlreich genug, um diesen Kampf vernünftig aufzunehmen. Da wird immer ein Phoenix rausgenommen, da geht es mal mit den Mutas mitten rein in die Air-Armee. Aber das stirbt wirklich, wirklich wenig. Die ganzen Mutas werden dafür rauskommen. Somit Sunstar, er hat wieder Supply frei, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was er zu diesem Zeitpunkt wollte. Denn er braucht einfach eine gute Armee, um das hier zu defenden. Hat jetzt hier eine Ravagel, Hydra und Baning-Armee. Da bereicht das. Er hat hier die Basis abgerissen bekommen, versucht jetzt hier Basis Nummer 5 oben zu nehmen im Norden der Karte. Und Drogo, ja, der dreht einfach wieder um. Er fühlt sich jetzt ganz wohl damit, dass er den Creepstart einmal weggenommen hat, die Basis hier verhindert hat und die ganzen Mutas gekillt. Damit Protoss hier mit seiner eigenen vierten Basis unterwegs. Mothership jetzt hier mit dabei. Weitere Archon kommt mit dazu. Und Drogo, die Upgrades konnte noch ein bisschen mehr Tempo drauflegen, holt sich jetzt hier plus 3 Attack. Das sind ein paar Sellets, die starten gerade in Runby, sehen dann natürlich auch die Basis hier oben. Also Sunstar wieder seine Basis wurde entdeckt und Protoss wird direkt wieder anrücken. Da geht nämlich jetzt die Maxed Out Protoss Army einmal wieder über die Karte und der Zerg. Das, was sie hat, sieht noch nicht so prickelnd dagegen aus, gegen das, dass der Protoss hier hat. Und da ist wieder ein Warp in der Mainbase am Start. Sellets werden reingeworbt. Ein paar Linge werden hier rangeschickt, aber Linge sind jetzt dann doch zu wenig. Und es gibt Adrenal Glance gerade in der Erforschung. Phoenix versuchen zu fighten gegen die Hellas, aber werden hier dann doch ordentlich dezimiert. Trotzdem Zerg Army jetzt hier in Rückzug. Wenige wurden gecleared. Oder sind die Bandinger einfach gerade gar nicht mit dabei? Nicht ganz sicher, wie das läuft. Auf jeden Fall hat jetzt hier Sunstar auch das Mothership auf dem Schirm. Morpht gerade 5 Overseer, damit er einfach die Detection hat. Währenddessen marschiert die Protoss-Army immer noch über den Creep. Cleart den nach und nach. Immer noch viele Immortals, viele Archons mit drin. Und eben das Mothership mit dem Cloaking Field. Auch ein paar Sentries noch mit drin. Heißt, Force Fields sind auch eine Option. Phoenix leben auch noch ein paar. Währenddessen haben wir einen Gegenangriff mit ein paar Lingen. Under Natural von Drogo. Aber der pusht jetzt einfach mit seinem ganzen geballten Army-Supply weiter vorwärts in Richtung dritte und vierte Basis. Vom Circle, die Headers suchen zu fighten, haben die Detection mit dabei, aber kommen einfach nirgendwo hin. Sunstar wird ja einfach komplett aufgeräumt. Die Protoss-Army rollt einmal drüber über den Circle. Und somit ist es ein 1:0 hier für den Protoss, für PT Drogo. Ja, das war einfach mit den Mutas nicht der beste Move. Die Mutas waren überhaupt nicht effizient. Die haben zwar kurz die Salads defended, aber das hätte ja auch mit Roach und Ling funktioniert. Dazu hätte man die Mutas nicht zwingend gebraucht. Und ab da kam eben der Konter gegen die Mutas mit den Phoenix. Und somit sind dann eine ganze Palette an Mutas gestorben, ohne irgendwas zu erreichen. Gesamt 17 Mutas, die hier draufgegangen sind. Man sieht auch im Resources Lost, wie krass das hier eskaliert ist. Mit mehr als doppelt so viel verloren hier für Sunstar. Ja, da konnte einfach wenig gegensetzen. Der Counter-Attack hier war zwar nochmal schön, aber zu spät und zu wenig, als dass es dem Protoss wirklich schadet. Und somit ist es das 1:0 hier für Drogo. Mal sehen, was wir im nächsten Match sehen werden. Das kommt am nächsten Replaycast. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und...